Die Freiheitlichen fordern Lohn- bzw. Gehaltserhöhungen für die Südtiroler. Die beiden Landtagsabgeordneten Uli Meier und Andreas Leiter-Reber stellten heute einen Beschlussantrag vor, in dem sie unter anderem die Landesregierung auffordern, mit dem Staat in Verhandlung zu treten, um neue Spielräume für territoriale Zusatzverträge zu erwirken. Auch mit den Sozialpartnern sollen Verhandlungen zu Gehaltsanpassungen geführt werden. Außerdem soll der regionale IRPEF-Zuschlag innerhalb von 3 Jahren schrittweise abgeschafft werden, so die freiheitliche Forderung.